Willkommen auf Reinholds Kanal. Hier haben wir das Illuminati-Kartenspiel, das uns viele schockierende Ereignisse im Voraus dargestellt hat. Hier auf diesem Bild sehen wir, wie Leute zusammen an einem Tisch miteinander sitzen. Und ja, dieses Kartenspiel kann tatsächlich miteinander gespielt werden. Was aber, wenn der wahre Zweck dieses Kartenspiels schon immer von Anfang an gewesen war, uns Dinge zu zeigen, bevor diese in Wirklichkeit tatsächlich passiert sind? Zum Beispiel hier links dargestellt eine echte Karte vom Spiel, wie die zwei Türme von New York zerbröselt werden, vom Jahr 2001. Am 11. desselben Monats, am selben Tag, hat es auch dieses fünfeckige Gebäude hier erwischt. Dieses wurde ebenso im Voraus dargestellt. Oder hier haben wir auf der Karte Pizza für geheime Treffen. Pizzagate zum Beispiel fällt einem da ein. Und diese Bilder haben wir natürlich auch gesehen, wie Tanker mit ihrem Öl auslaufen und die Tiere verschmutzen. Diese Seemöwe hier ist leider ganz gänzlich eingeschmiert mit dem Zeug. Und jetzt in den Zeiten dieser in Anführungsstrichen Pandemie von diesem C19 haben wir zum Beispiel hier links dieses Institut in den Staaten für Zentrum zum Kontrollieren der Krankheit. Diese entdecken das halt, machen einen großen Hehl daraus. Und die zweite Karte ist natürlich in der Mitte die Quarantäne. Und die dritte Karte rechts zeigt das Ziel. Das Ziel ist, weniger Menschen zu machen. Beziehungsweise die Menschen, die jetzt sind, weniger zu machen. Und natürlich mit so vielen Karten und so vielen eingetroffenen Ereignissen meinen sie natürlich, die Satanisten, die mit dem Teufel hinter dem Ganzen stecken, dass sie sehr schlau sind und dass wir es niemals durchblicken. Dass es eine Showbühne ist, wo sie die Puppenspieler im Hintergrund sind, welche die Fäden an den Puppen steuern und sie tanzen lassen, wie sie wollen. Zieht euch mal diese Karte hier ein, die aussieht wie Donald Trump. Und hier steht, zu jeder Zeit, an jedem Ort können unsere Scharfschützen euch umlegen. Oder dich umlegen, das ist jetzt im Englischen schwer zu erkennen. Welches Wort tatsächlich gemeint wurde, du oder ihr, zu jeder Zeit, in jedem Ort können unsere Scharfschützen dich umlegen. Habe einen schönen Tag. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Untergrundnachrichten bin ich, Leute wie ich, weil die normalen Nachrichten sind die gesteuerten Puppen. Hier wird eine Frau komplett eingesprüht in einer Box mit irgendeinem Mittel gegen die angebliche Pandemie. Außerdem diese angebliche C19-Pandemie, dieses Erregertyp ist schon seit vielen Jahren bekannt. Hier haben wir zum Beispiel eine Flasche Clorox Oberflächendesinfektionsmittel und hier ist es ganz deutlich angedeutet. Ich meine dargestellt, Entschuldigung. Manche Dinge kann ich nicht so genau sagen auf YouTube wegen den YouTube-Algorithmen. Da kann man sowas natürlich nicht laut sagen. Aber eines solltest du dich fragen, warum ist es erst jetzt ausgebrochen, in Anführungsstrichen die Pandemie, wenn es schon auf diesen Clorox Flächendesinfektionsmittelsflaschen schon vor vielen Jahren angegeben war? Warum bricht es erst heute aus, obwohl es Flugzeugreisen schon seit vielen Jahren gab? Weil jetzt die Zeit zum Brainwashing ganz gut und passend gekommen ist. Oder hier zum Beispiel, die kennen das schon seit vielen, vielen Jahren. Und hier ist die erwähnte Flasche Clorox Desinfektionswischtücher. Ich persönlich kenne auch niemanden, der an dieser Erkrankung gestorben sein soll. Und du aller Wahrscheinlichkeit nach auch wohl nicht. Deshalb, wenn du mit beiden Füßen wohl eher auf der Seite der Untergrundnachrichten stehst und diese vertretest, abonniere bitte meinen Kanal. Vielen Dank. Weil ich glaube die offizielle Geschichte nicht. Aus dem Grund, weil ich weiß, dass die offizielle Geschichte über diese angebliche Pandemie das Gehirn von den Leuten verfaulen lässt. Und nicht die eigentliche Krankheit oder Erkrankung, sondern die offizielle Geschichte tut das Gehirn von den Leuten verfaulen lassen, aber nicht diese angebliche Pandemie, die sie uns versuchen zu verkaufen. Also bis dann.